Tollkühne Männer und Frauen in ihren selbstgebauten Kisten. Am Sonntag war es wieder soweit. Der Weg auf und vom Fockeberg verwandelte sich in eine Rennstrecke für Seifenkisten. Auch die Bergauffahrt wurde prämiert. Hier gewann die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur. Danach konnte man zunächst auf dem Gipfel die Fahrzeuge besichtigen und testen. Am späten Nachmittag folgte dann, weswegen alle gekommen waren, die Bergabfahrt. Trotz strömenden Regens verfolgten mehrere tausend Menschen an der Strecke das Rennen und feuerten die Teams an. Insgesamt 30 Seifenkisten gingen an den Start. Spaß am Wettbewerb und Freude an schrillen Vehikeln stand dabei wie immer im Vordergrund. Gewinner der Abfahrt in der Kategorie Familienkiste war das Team Radioaktiv 99.2 mit einer Zeit von 1 Minute und 51 Sekunden. Der Designpreis ging an SOS Titanic. Das von der NATO veranstaltete Event war wie immer ein großer Erfolg. Nächstes sportliches Spaßereignis ist dann das Badewannenrennen am Völkerschlachtdenkmal im Juli.